Die Liebe zur Deichwirtschaft war seit Kindheit. Bin ganz in der Nähe aufgewachsen, neben einer Wehranlage und habe dort mit Haselnussrute und Haken meine ersten Bekanntschaften mit den Fischen gemacht. Vom Anfang an bin ich ab und zu einmal mitgegangen mit meinem Mann angeln. Und so hat das halt angefangen, dass ich Fische kennengelernt habe. Und mittlerweile bewirtschaften wir ca. 10 Hektar Deichfläche. Noch dazu kommen ca. 8 Hektar Forst, insgesamt 24 Hektar Landwirtschaft, 15 Hektar Ackerbau, 9 Hektar Wiesen, ca. 2 Drittel Alternativkulturen, das heißt in erster Linie Mohn, in zweiter Linie Kümmel und als drittes also der Hanf. Während der Produktion über das Jahr bin ich in erster Linie alleine. Bei den Abfischungen braucht man mehr Leute dazu, da habe ich etliche gute Freunde, die mich da unterstützen. Ich bin Lehrerin, zumindest Vormittag, dann helfe ich schon mit daheim, vor allem in der Direktvermarktung oder auch beim Abfischen natürlich. Da tue ich halt schreiben und wiegen und solche Sachen. Also ohne Zuerwerb bzw. ein zweites Standbein, also beruflich, kann man nicht leben davon. Es ist so, also wir reiten jetzt nicht am goldenen Esel. Also die Einkünfte aus der Rinderhaltung und Milchwirtschaft waren auf alle Fälle besser. Durch Fraßschädlinge in der Teichwirtschaft ist also eine lukrative Produktion sehr schwierig. Die Schäden beim Otter gehen also oft über 50-80%. Die Qualitätsstufen beim Karpfen spielen eine sehr große Rolle. Die eine Geschichte, also der Karpfen ist fett, ist auch zum Teil also haltungsbedingt. Das heißt, also die Besatzdichte liegt pro Hektar bei maximal 400-500 Stück. Intensivere Haltung bedeutet also mehr Futter zuführen und es fällt dann also das tierische Eiweiß und der Karpfen kann fetter werden. Je weniger Fische in einem Teich drinnen sind, umso mehr Naturnahrung erhält der Fisch und er wird auch nicht fett. Dann die Produkte veredeln, das heißt die Räucherfische zu Aufstrich verarbeiten oder eben unsere Kugeln, mit denen wir ja schon etliche Preise gewonnen haben, oder eben jetzt den Kaviar. Ja, ich mache das so gut, als ich kann nebenbei. Das ist schon ein harter Job. Die Abfischungen im Herbst ist meistens kalt, im Frühjahr ist es ähnlich. Und über den Sommer, ja, ist ein bisschen eine schönere Zeit. Den Fisch füttern kann man öfter mal vielleicht am Boden gehen, beziehungsweise hält man sie in der Natur auf und das ist, ich möchte es nicht mit irgendwas anderes tauschen.